Hallo Leute, hier ist eure Licia und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SSO Gen heute am Sonntag. Ich befinde mich noch auf dem zweiten Server, werde aber jetzt nächstes Wochenende auf dem dritten Server wieder wechseln und danach wieder auf den vierten und dann wieder auf den zweiten und dritten und vierten, ne? Habe ich ja jetzt schon seit ein paar Wochen so drin und ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz gute Lösung, weil mit Alicia Snowdaughter bin ich auf dem ersten Server und dann muss ich ja nicht mit Alicia Green Produce auf den ersten wechseln, das ist, nee, das muss nicht, ne? So, ja, gestern und vorgestern haben wir die Fashion Week gemacht. Wer das nicht gesehen hat, kann jetzt mal oben rechts auf diesen Link klicken, auf dieses Fenster, was aufploppt, klicken, dann werdet ihr direkt weitergeleitet zur ersten Folge von der Fashion Week und ja, wir machen heute bei Baumeister Olaf weiter, weil wir ja hoffentlich, die ist ja schon fertig, ah, habe ich gar nicht drauf geachtet, die ist ja fertig, die Seilbahn, yay, okay, dann hätten wir das gleich auch wahrscheinlich fertig und Honeyboy wird jetzt auch gleich nur Level 15, also, ah, super, ich freue mich gerade. Okay, machen wir einfach mal bei Baumeister Olaf weiter. Hi, die Seilbahn ist fertig. Fantastisch, wirklich tolle Licher. Das ging ja ohne Probleme. Ja, für dich vielleicht, wir mussten einiges dafür tun. Danke, Licher, ohne dich wäre das nicht gegangen. Nimm die Seilbahn und fahre hoch zu Mario, um ihm die guten Neuigkeiten zu überbringen. Du musst nur zur Station gehen und ins Haus gehen. Dann bist du sozusagen schon da. Okay, oh cool, wir kriegen sogar einen Sattel. Gut, also das ist immer viel angenehmer, als über Hollow Woods zu reiten, ne? Über hier diesen ganz langen Weg, so üdüdüdü, und da muss man ja hier so hoch und ja, ihr müsst dann einfach hier reinlaufen in dieses Glitzer, ne? Da wird es sehr laut. Und dann steht hier oben auch Opsi, yay! Ach, das freut mich, dass ich die jetzt auch habe. Dann kann ich auch vielleicht mal öfters den Ruf machen, oder auch nicht. Knapp. Ne, ich bin immer sehr faul mit den täglichen Aufgaben am Observatorium. Das ist so ermüdend. So. Mario. Hurra! Endlich muss ich nicht mehr den ganzen Winter hier oben alleine verbringen. Danke, Licia. Das sollst du bekommen. Ein Sattel für Honeyboy. Ich habe ihn letzten Winter gemacht, als ich mehrere Monate nichts zu tun hatte. Nimm ihn als Dank für deine Hilfe. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Hier hast du Geld für das Ticket runter. Wir sehen uns, Licia. Was? Wir zahlen Geld für runter und hochfahren? Das wusste ich noch nicht. Okay, gucken wir uns den Sattel an. Da, ein Sternensattel mit Geschwindigkeit und Agilität plus 2. Der Sattel ist nicht schlecht. Ich finde, der ist auch sehr schön. Den würde ich auch nicht verkaufen, weil man weiß ja nie, ob man mal Motorrad hat oder so, ne? Aber er ist leider nicht charmig geeignet, da er nicht Geschwindigkeit plus 3 hat, sondern nur plus 2. Ja, wir könnten jetzt bei Mario direkt weitermachen. Ich denke mal, das können wir auch eigentlich gerade machen, wenn wir eh hier stehen. Sonst habe ich ja auch nur Honeyboy, der jetzt Level 15 werden würde. Deswegen gucken wir, was wir für Mario tun können. Du musst Baumeister Olaf von mir danken. Ich würde ihn gerne mal zum Kaffee hier im Observatorium einladen. Mach's gut, Alicia. Wir sehen uns. Okay, gut, das hat noch dazu gehört. Dann ist ja auch gut. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt noch für Olaf zu tun haben. Hier beim unserem Baumeister Olaf. Und ansonsten zeige ich euch einmal, wie ich die Baroness-Reitstrecke reite. Und ich denke mal, das lohnt sich nicht unbedingt nochmal was Neues anzufangen. So, Baumeister Olaf. So, meine Arbeit ist zu Ende. Ich bleibe noch ein wenig in Jorvik. Ich glaube, ich fahre mal hoch zum Observatorium, um die Aussicht zu genießen. Jetzt, wo ich so viel Zeit habe. Danke, Licia. Und vergiss nicht, dass du ab jetzt immer die Seilbahn nehmen kannst. Gerne, Olaf. Frau Moors hat sich gefragt, wo du warst. Sie wollte dir etwas sagen. Sie und Beng sind bei der Baustelle an der Verbindungsstraße. Oh, okay. Gut, dann reiten wir noch kurz dahin. Nach dir benannt. Was nach mir? Nach... Ist sie schwanger? Ist Frau Moors schwanger? Oder wieso nach dir benannt? Was? Ah, Frau Moors? Der Aufseher? Ich wollte dir nochmal danken, Alicia. Wir haben schon damit begonnen, unsere Hochzeit zu planen. Und du bist natürlich Ehrengast. Wir wollen nach Viergruf ziehen und eine Familie gründen. Und falls wir eine Tochter bekommen, würden wir sie natürlich Alicia nennen. Oh, ist das süß. Oh Gott sei Dank ist sie noch nicht schwanger. Das wäre echt ein bisschen schnell für die beiden. Och, die kennen sich ja nicht so lange, ne? So, bis bald und danke für alles. Hier ist etwas, das wir zusammen für dich gemacht haben. Es soll eine Erinnerung an uns sein. Okay, ein T-Shirt. Pole Bending Apokalypsen T-Shirt mit Reiten, Befehl und Pflege plus 2. Wenn wir das verkaufen würden, würden wir 50 Jorvik Schilling erhalten und ist ab Spiel Level 9. Ja,
Ist jetzt nicht so meins, das Rockige, aber es sieht ja nicht schlecht aus, ne? Es hat ja was. Ah, hinten ist das auch noch so vorrecht. Okay, cool. Ja, mein Gott, dann haben wir dieses Wochenende wieder ganz viel geschafft. Letztes Wochenende hatten wir ja die anderen Sachen abgeschlossen. Genau, bei Steve mit dem Streifenhörnchen. Wir haben die Mandy-Quest abgeschlossen. Dieses Wochenende haben wir die Fashion Week fertig gekriegt. Wir konnten Frau Iron Saddle ihre Skizzen wiederbringen. Und wir haben das Opsi fertig. Dann gucken wir gleich mal, was wir noch für Quests machen können. Nächstes Wochenende, dann könnt ihr gerne mitentscheiden. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich die Strecke hier reite. Gut, mein Pferd hat jetzt einen gelben Smiley, ne? Weil es gibt hier nämlich so einen kleinen Weg. Hier so eine klitzekleine Abkürzung ist ein bisschen. Das ist ein bisschen tricky. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch hin. Normalerweise kriege ich die Strecke so hin. So, Achtung, jetzt müsst ihr nämlich da auf diese weiße Borde springen. So. Und dann könnt ihr hier runter. Und das spart euch ein wenig Zeit. Man glaubt es kaum, aber das spart euch Zeit. Ja. So. Tada! So schreite ich so reite ich die Strecke. Ich bin sogar auf Platz 11. Dafür, dass mein Pferd ein Game Smiley hat und Level 14 ist und ich erst Level 11. Doch, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ja, gut. Dann reiten wir jetzt zu Baroness. Dann ist Honeyboy auch Level 15 oder sollte es zumindest sein. Dann habe ich nur noch Marble Cake auszuleveln. Und, ja. Nächste Woche kommen wir sehr wahrscheinlich die englischen Vollblüter. Also das Remake von den englischen Vollblütern. Wer das noch nicht gesehen hat, nächste Woche Mittwoch kommt wieder die Star Stable Show, was ich sehr, sehr toll finde. Und auch, wir haben eine kleine Vorschau von einem Schimmel gesehen von englischen Vollblut. Ich bin ein riesengroßer Fan von englischen Vollblütern. Und viele von euch haben gesagt, kauft dir doch mal bitte ein neues Pferd. Ich habe mir Honeyboy dieses Jahr gekauft. Ne? Das war das erste Pferd dieses Jahr. Und jetzt ist er 15. Yay, er ist fertig. Kurze Freude. Und viele von euch hatten gesagt, kauft ihr doch mal bitte ein neues Pferd auf Alicia, Green Polos oder auf Snowdaughter. Und ich kann nichts versprechen, aber ich werde mir nächste Woche Mittwoch mal die englischen Vollblüter anschauen. Und werde mir da dann sehr wahrscheinlich eins auf jeden Fall auf Alicia Snowdaughter kaufen. Und ja, vielleicht gefällt mir ja eins noch so sehr, was ich dann auf der Green Polos haben möchte. Oder vielleicht kommen ja auch nochmal 4 Wochen später nochmal ein paar neue Farben von den englischen Vollblütern. Vielleicht gefällt mir davon nochmal eins. Ich fände einen Fuchs sehr schön, auch wenn das eher so eine nicht typische Farbe für ein englisches Vollblut ist. Und vielleicht hole ich mir den dann auf Green Polos. Also in den nächsten Wochen werde ich mir wahrscheinlich nochmal ein Pferd hier auf der Green Polos kaufen. Entweder es ist ein neues englisches Vollblut oder aber... ja, mal gucken, was es wird. Einfach mal gucken. So, jetzt geht's aber viel wichtiger. Was wollen wir nächste Woche machen? Ihr könnt mal selber mitentscheiden. Wir haben nämlich sehr viel, was wir machen können. Wir könnten, willst du eine schöne Reitweste machen? Das ist bei Donald. Das ist eine längere Quest, die nicht allzu lange dauert. Die Viergruf-Waldstrecke könnten wir uns angucken, aber es lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Die Welde-Strecke könnten wir uns auch angucken. Ja gut, da könnten wir einen Tag machen, wo wir uns die Strecken einmal angucken, ne? Fehlende Barren bei Marley. Würde ich eigentlich nur empfehlen, dass wir die bei Marley machen. Da hatten wir schon angefangen. Der wollte ja eine Reitbahn eröffnen. Kleine Igel, Hühnerwünsche, Sicherheit geht vor bei Security in Fort Pinter. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Ein letzter Ausweg schon wieder ist, genau, bei Jack immer noch in Jarlaheim. Die Quest haben wir schon vor Ewigkeiten mal angefangen, aber nie weitergemacht. Aber ich glaube, ihr habt auch nicht so einen Bock da drauf, genauso wenig wie ich. Rauf auf der Karriereleiter der Bobcats. Okay, also ich würde persönlich eigentlich vorschlagen, dass wir Marleys Barren weitermachen. Ja, fehlende Barren sind das ja dann. Und dass, wenn wir dann am Freitag zum Beispiel nicht genug haben für eine Folge, dann würde ich mir mit euch die Welde-Strecke und die Viergruf-Strecke nochmal angucken. Und, also nur wenn das jetzt zu wenig wäre dann, dass wir wieder warten müssen oder so. Und, ja, den Rest können wir ja dann nochmal gucken. Also es wäre jetzt ein Vorschlag. Ich werde dafür nächste Woche Freitag machen, wir halt Marley. Und wenn noch Zeit bleibt, zeige ich noch die Viergruf und die Welde-Strecke. Und, oder die Welde-See-Strecke eigentlich. Und ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, es war auch schon vor einiger Zeit gewünscht, dass man mal kleine Igel machen soll. Aber dafür müssen wir runter
in die Nähe vom GH-Tor. Und bis jetzt hatten wir da irgendwie noch nie so richtig was, was wir machen konnten. Und deswegen habe ich das nie so richtig gemacht. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ihr habt ja gesehen, welche Quests ich habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich werde diese Woche den zweiten Server verlassen und dann auf den dritten nächstes Wochenende wechseln. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall mit euch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Habt einen guten Start in die Woche. Und man hört sich dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin, eure Licia.